Hi, meine Lieben, Neko ist mein Name. Und Nanako im Spiel. Wir sind wieder bei Death by Daylight. Wie ihr seht, habe ich eine kleine Kiste in der Hand. Damit kann ich entweder Generatoren reparieren oder aber auch die Haken kaputt machen. Oder aber auch, wenn ich den Bärenfallen-Kerl habe, eigentlich nenne ich ihn immer Bärenfallen-Fuzzi, kann ich auch seine Bärenfallen kaputt machen. Was ganz vorteilhaft ist. Haben wir hier noch einen Heilkasten, wie man sieht. Sogar zwei, von jedem beiden zwei. Und ja, wenn Heilkasten ist, klar, kannst du dich selbst heilen. Bist du nicht auf andere angewiesen. Vorteil. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kriegen wir 25 Blutpunkte, Prozente mehr. Ist natürlich sehr vorteilhaft, weil wir Opfer kriegen weniger Punkte, wenn wir es geschafft haben, alle rauszukommen, als der Mörder. Ja. Wir sind halt kleine Schlingel. Wir sind halt so gut. Deswegen kriegen wir weniger. Ja. Es lädt. Und lädt. Und lädt. Wie immer, ich hoffe nicht, dass wir die Hexe kriegen. Es gibt zwei Arten, also es gibt mehrere Arten von Mördern. Einer ist zum Beispiel, der haut alle um. Dann liegen wir alle schön samt am Boden und dürfen uns nach und nach umbringen lassen. Kommst ja nicht vom Haken. Und wenn, dann ist die Chance, dass du da mal alleine runterkommst, sehr gering. Oder aber auch ein Mörder, der dann, wie ich schon erklärt hatte, ein Camper. Dann gibt es Mörder, der kommt nicht heute, kommt morgens. Allerdings hast du auch dementsprechend... gleich einen Haken. Ja, funktioniert alles. Jetzt kann ich nicht runtergucken. Ich glaube es ja. Jetzt geht's. Ja, dann haben wir hier noch einen Mörder. Ach, Quatsch. Leute, die der Meinung sind, gar nicht helfen zu müssen, gar nichts zu machen, nur einfach wegrennen. Das machen die ganze Zeit. Die rennen nur weg. Und verstecken sich. Auf Hilfe kannst du gleich vergessen. Dann hast du auch ganz stark Ich-Bezogene. Denen sollst du helfen. Und wie tust du es nicht, dann kommt gleich eine elendliche Ballade. Warum hast du mir nicht geholfen? Auf sämtlichen Sprachen. Ja. Oder gleich Beleidigungen. Hatte man auch schon alles. Michael Myers. Ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich muss wenigstens nicht auf Fallen achten. Ups. So eine Scheiße. Und dann jagt er auch noch mich. Was hat den? Ja, er jagt mich. Ich weiß nicht. Sind jetzt mal fies. Eine Ehrenrunde. Wollen ja nicht so laut sein. Wenn ich Glück habe, jagt er jetzt den anderen und nicht mich. Also, klubschen wir mal. Sehen nicht. Sehen nicht. Hat man Ruhe. Gut. Man kann nicht reparieren. Knapp, würde ich mal sagen. Ja, ich liebe den Nervenkitzel, steht drauf. Irgendwie. Ah, ist noch hinter mir. Gut. Müssen wir Ehrenrunden drehen. Oder wie jetzt, ich laufe ihm fast in die Arme. Donk. Ja, die Melodie will keiner hören von uns, denn, genau. Jetzt hat er sein Messerchen angehoben und kann mit einem Finalschlag, schaffen, dass wir halt gleich am Boden kleben. Irgendwie renne ich die ganze Zeit gerade im Kreis. So, von da mit dir.
Versteckung. Das nehme ich nicht. Da muss ich noch Jagd. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich manchmal so kompliziert wohl anscheinend renne, dass die mich aus den Augen, aus dem Sinn verlieren. Und ich das war das Überlebe. Oder aufgeben. So. Machen wir mal Schatten nicht, dann brauche ich nicht auf die Richtung mehr achten. Ja. Wie lang gucken bei so vielen Richtungen? Ja. Naja. Da hat er wieder das Messer gehoben. Nanako, Mensch, Mädel, ich weiß, ich spiele. Ist mal der Moment, wo ich mich selber dann treten könnte. Da war mir jetzt die Luft weggeblieben. Ha, ha, ha. Ha, hu, hi. Schnell weg. Oh, den hat er schon kaputt getreten. Was baue ich denn hier gerade für einen Mist? Ja, das hat er gesehen. Hat er nicht gesehen? Komm schon, da ist eine Spur. Du müsstest mich da... Okay, es ist ein Neuling. Ja, stehst du schon fast in mir. Glückwunsch. So, also er hat mich jetzt endlich. Mein Gott. Da, so. Ja, da ist mein Bären wieder, ne? Endlich. Ja, nicht mit mir runter. Ja, brav. Nein, du willst nicht mit mir runter. Nein, ja, da raus. Nein, raus wird's mit mir. Jetzt hab ich so sehr, dass du ein bisschen schaffst, mal rauszugehen. Oh. Gut für mich. Zweite Runde. Wieder frei. Huhuhu. Und weg bin ich. Okay, also... ist ein neuer Spieler. Gut für mich. Schlecht für ihn. Oder umgedreht, man weiß es ja nicht. Wo lang, wo lang, wo lang? Ich hasse diese Karte. Ich weiß immer nie, wo ich lang rennen soll. Links rum, rechts rum, rechts rum, links rum. Ich habe das Gefühl, ich renne hier die ganze Zeit nur im Kreis. Sehr schön. Nur noch ein Generator. Und ich war diesmal, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Doch, ich habe den Typen ständig abgelenkt. Ist ja auch hilfreich. Eine Art und Weise. Ich höre was. Zu dir. Echt jetzt? Du rennst vor mir weg? Heile mich mal. Heilen mich. Du. Dankeschön. Kann ich echt noch eine Spielfigur hinterher, damit ich geheilt werde? Ich glaub's ja. Wir bedanken uns noch. Oh nein. Bin gerade erst gesund geworden. Such dir eine andere aus. Oh, ist krass. Aus dem Grund trage ich dunkle Klamotten. Man sieht mich kaum. Nein. Stillhalten, da er noch nicht sieht. Oh. Was ist denn da? Ja.
Oh, da renne ich doch nach den da hinten. Perfekt. Muy macho. Da, 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 da. Und ranne. Ja, Entschuldigung, dass ich wieder durch ihre Rübe... Oh, Schock, ey, Vibe. Das tut erschrocken. So. So, weg sind wir. Zwei sind entkommen. Zwei sind dann noch. Die wollen den Mörder noch ein bisschen vereiern. Verehren geht ganz einfach, man bleibt da stehen, bis er kommt und rennt dann nach draußen. Das nennen wir dann halt den Mörder zu verarschen. Da er aber neu ist, finde ich das allgemein ein bisschen doof. Daher renne ich immer gleich raus. Ich bin der Meinung, man sollte sowas nicht noch falsche Hoffnungen geben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Keine Ahnung, wie dazu steht. Mal sehen, ob ich recht habe. Ja, war nur einer. Hier sieht man das, ein Herz nur. An sich gesehen muss man mit, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon mal allgemein einmal versucht zu spielen, ich bin kläglich gescheitert, das war eine Katastrophe für mich persönlich, deswegen bleibe ich nur bei meinen Fallen-Fuzzi und damit fahre ich auch sehr gut. Ja, also in den er war wirklich sehr freundlich, muss ich sagen. Aber er lernt ja noch, oder sie lernt ja noch. Ich weiß ja nicht, wer das dahinter steckt. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Hat doch Spaß gemacht. Er hat mich immer, oder sie immerhin einmal zu Tode erschreckt. Und das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.